Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber, hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind im Pausenmodus, damit wir ein bisschen Performance haben. Und ja, wie unschwer zu erkennen ist, sind wir auch auf unserem Open-Air-Gelände hier in Oberböser. Hier tobt der Bär sozusagen. Ja, nee, das Konzert hat natürlich noch nicht begonnen, aber ja, ich würde mal sagen, es ist angerichtet. Soweit alles in Ordnung, damit hier tatsächlich wirklich Musik stattfinden kann. Hier oben Hauptbühne. Hier unten die Indie-Bühne für die kleineren Bands und ja, ich muss auch sagen, meistens besseren Bands, aber das ist natürlich Geschmackssache. Gut, ein Open Air haben wir. Was ich jetzt gerne machen würde, hat tatsächlich nochmal in etwa mit dem zu tun, was wir hier haben, aber nur in etwa. Nämlich, war auch ein Vorschlag aus der Community, macht doch einen Campingplatz und das werden wir jetzt machen. Allerdings machen wir den mit Zuganschluss. Ich möchte jetzt mal wieder einen Zug haben. Jetzt aber die Frage, ja, wo machen wir das? Ah, schön. Moment, schnell gucken hier. Ja, das muss auch ab und an mal sein, dass man einfach mal einen Moment innehält und mal wieder den Zügen ein bisschen zuguckt, statt dass man immer nur baut. Aber ja, wir werden jetzt halt relativ schnell trotzdem bauen. Sobald ich weiß, wo wir diesen Zeltplatz, diesen Campingplatz hinstellen. Wir hätten hier, ich würde mal sagen, definitiv ans Wasser. Die Frage ist halt, wohin? Ans Wasser. Wir haben hier doch eine relativ große Auswahl. Ich gucke jetzt mal, wo der am meisten Sinn macht, wenn man hier so schaut. Das ist mir zu industriell hier, muss ich sagen. Das ist nicht gemütlich. Hier unten hätten wir das Seecafé. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir hier in diesem Bereich was machen. Aber dann mit dem Zug, da müssen wir gucken. Man könnte natürlich dann hier oben in diese Gleise rein. Wobei, man sieht, hier ist auch schon ordentlich Verkehr. Ob wir da dann uns einen Gefallen tun, ist natürlich die andere Frage. Da hätten wir aber noch Schiffe, die anlegen. Wäre mal eine Option. Wie sieht es denn hier hinten aus? Hier haben wir München. Hier haben wir eigentlich schon sehr, sehr viele Sachen. Da würde ich eigentlich davon absehen, dass wir hier nochmal was machen. Zumal wir hier das Autobahnkreuz noch haben, das nicht fertig ist. Da werden wir auch noch rumbasteln. Und dann hätten wir hier hinten als Kandidaten noch Stuttgart. Hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Auch ein nettes Städtchen hier mit dem Parkhaus und so weiter, dem Fernsehturm und dem obligaten Lake zur Begrüßung. Hier hinten hätten wir, ich mache mal nochmal Pause, es ist einfach definitiv ein anderes Rumscroll, man sieht's. Schaut mal hier, das wäre doch eigentlich auch ganz nett. Hier hätten wir diese Brücken. Ich würde mal sagen, lasst uns doch, warum nicht das Ganze so machen, dass wir in diesem Bereich den Zeltplatz haben und der geht dann hier weiter. Den grenzen wir dann wieder ab. Hier kommt ein kleiner Bahnhof hin und dann müssen wir gucken, was machen wir mit den Gleisen. Wahrscheinlich gehen wir irgendwie hier rein und gehen dann da Richtung Bahnhof, so dass man einfach mit dem Zug tatsächlich zum Campingplatz hinkommt. Gut, dann machen wir das mal folgendermaßen. Erstmal abgrenzen, würde ich sagen. Also einen Zaun nehmen, der war bei der Straße. Da können wir wunderbar das Ganze auch, würde ich mal sagen, nicht nur mit Zaun, sondern eben auch mit Gebüsch und Co. machen. Parkplatz, wisst ihr was? Wir machen zuerst den Parkplatz, dann haben wir den. Sonst geht der vergessen. Also hier gehören ganz klar Zelte hin in diesen Bereich. Und dann geht es aber hier eben noch über den Bahnübergang rüber. Und geht dann hier noch ein bisschen weiter. Wo macht man da am besten den Parkplatz? Ich würde mal sagen, ich teste das mal. Das funktioniert schon mal nicht. Ich muss das so machen. Da haben wir, doch da hätten wir den Platz. Der würde hier hinpassen. Sollen wir den hier machen oder sollen da Zelte sein? Irgendwie sollten hier Zelte sein, weil da ist die Brücke. Ich würde den, wisst ihr was, wir machen den ein bisschen abseits. Außerhalb vom Campingplatz. Also sprich irgendwie so. Dann gleich gerne nochmal daneben. Aber so, dass das natürlich dann funktioniert. Das wäre dann in etwa so. Mal gucken, ob wir die Teile auch anschließen können. Das werden wir gleich wissen. So, eine kleine Straße, 30 km, das muss reichen. Kommen wir hier rein? Ich würde mal sagen, nein. Aber dann müssen wir es halt ganz anders machen. Nämlich, wir machen die Zufahrt so. Oder geht das mit der Straße grundsätzlich nicht? Das Problem hatte ich, glaube ich, schon mal. Doch, das geht. Es sieht aber dann ein bisschen komisch aus. Deswegen nehme ich dann doch lieber eine andere Straße, muss ich sagen. Bevor wir das hier dann ganz hässlich haben. Aha, das funktioniert. Gut, vielleicht funktioniert die Straße sogar in die Richtung. Ja, dass mich das jetzt nicht wundert, wenn wir hier so eine Düne haben. Okay, machen wir eben die Breite. So, wo können wir das machen? Das können wir so machen. Und das führt uns dann da rein. Das wäre soweit in Ordnung. Jetzt müssten wir hier noch irgendwie eine Möglichkeit haben, dass man rüberkommt. Das könnte man natürlich einfach entsprechend anmalen. Das wäre aber ein bisschen Betrug, weil die Autos kommen dann natürlich hier nicht rauf. Wie sieht es denn aus, wenn wir dich hier
auch noch mitnehmen sozusagen. Vielleicht sogar da rein. Ja, das funktioniert alles nicht so richtig. Irgendwie, weil das halt alles gemoddet und gemacht ist. Okay, hier kommen wir aber raus. Gefällt mir nicht. Mir wird es besser gefallen, wenn wir hier lang kommen. Ja, genau. So, und jetzt, wenn es irgendwie funktioniert, gerne mit einer Kurve hier rein. Irgendwie müsste es klappen. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich von hier kommen. Hier mal erstmal sozusagen die Einfahrt machen. Dann einmal die Kurve. Ja, und dann wird das auch klappen. Zack, perfekt. Hätten wir. Können wir vielleicht die Straße sogar noch updaten? Die ist mir tatsächlich zu klein. Updaten gehen hier. Beziehungsweise hier. Wo hatten wir das denn? Moment, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Hier oben? Jawohl. Das würde sogar klappen. Na, dann machen wir das mal. Dann haben wir hier auch die breitere Straße. Würde hier auch klappen. Da lassen wir es. Da geht es Richtung Campingplatz. Aber hier gerne auch noch dieses Stückchen. So, und dann sieht das schon besser aus als vorher. Jetzt gefällt mir aber das hier nicht. Wir machen da ein paar Bäume hin. Die haben wir schnell. Und dann werden wir, würde ich sagen, schon bald mal dazu kommen, dass wir uns überlegen, wohin mit dem kleinen Bahnhof. Wir haben noch zwei Bahnhöfe, die wir noch gar nicht verwendet haben. Da gab es mal einen Kommentar. Und zwar waren das, ich muss schnell gucken, Schwerin und Düsseldorf. Das war da. Einen von denen nehmen, falls es die in klein gibt. Das wäre noch die Voraussetzung. Denn ich möchte hier natürlich nicht irgendwie so ein Lütticher Bahnhof haben, der riesengroß ist. Das muss definitiv nicht sein. So, hier machen wir auch noch ein paar Bäume hin, einfach damit das Ganze ein bisschen belebter aussieht und nicht dieses, ja, ihr kennt es, ich habe schon mal gesagt, dieses ewig Grün, was wir hier haben. Und ach, Herr Jemine, jetzt fangen sie wieder an den Balkonen rumzuschrauben draußen. Nein, die sind noch nicht fertig, das wurde im Stream auch schon gefragt. Im Gegenteil, jetzt machen sie die Geländer hin. Man wird es wahrscheinlich hören, befürchte ich. Oje, oje. Ja gut, aber ich muss jetzt aufnehmen, beziehungsweise ich möchte jetzt aufnehmen. Also schweigt da draußen. Macht das irgendwann anders. Okay, gut, das hätten wir. Das wäre also mal Kollege Parkplatz. Das sieht schon mal relativ fett aus von der Größe her, finde ich. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt überlegen wir uns schon mal, wo der Bahnhof hinkommt. Der sollte natürlich auch nicht im Gelände drin sein, wo die Zelte und Wohnwagen dann sind, sondern der sollte... Oder sollen wir zuerst das Ganze eingrenzen? Wisst ihr was, wir grenzen es zuerst ein. Und dann werden wir uns überlegen, wo kommt was hin und wie machen wir hier einen Eingang. Ich würde mal sagen, die Straße hier, die kappen wir mal. Ich mache nochmal Pause, sonst stellen sie sie gleich wieder hin. Und dann gibt das hier irgendwie so eine Einfahrt in den Campingplatz. Also sprich, ich mache jetzt hier schon mal eine Straße hin. Allerdings gerne irgendwas in der Richtung und ein bisschen dünner, weil es eben ein Campingplatz ist. Das sind alles wieder die dicken Brummer. Ja, noch ein dicker Brummer. Haben wir noch einen dünnen Brummer. Irgendwo. Ja, ist er noch dicker. Heiliges bisschen. Wie siehst du aus? Auch so breit. Muss ich tatsächlich nach hier hinten gehen. 15 km/h. Ein bisschen dünner ist das Teil. Es spielt mir auch keine Rolle, ob hier ein Fahrzeug fahren darf oder nicht. Es geht einzig darum. Ja, genau, irgendwie. Wobei, wisst ihr was? Die Einfahrt machen wir ein bisschen breiter. Und dann die Wege zu den Zelten. Die werden dann ein bisschen kleiner, beziehungsweise kürzer, beziehungsweise weniger breit. Ja, mal so. Und dann ist hier irgendwie der Empfang. Okay, das bauen wir mal. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich die Straße hier. Genau, das sind die kleinen Wege. Die führen irgendwie von hier vorne. Oder sogar von hier aus schon. Nee, von hier würde ich nicht. Ich würde hier einen Zaun machen. Und dann, dass die Wege hier Richtung Fluss runtergehen. Ist das Fluss oder See? Das müsste Fluss sein. Jawohl. Hier haben wir den Fluss. Dann geht das hier lang und da werden dann überall Zelte stehen. Geht hier hoch. Hier rüber, hier hin. Und hier ist dann mal Feierabend. Beziehungsweise da geht nochmal ein Querweg hier runter. Und hier geht auch nochmal einer rüber, damit wir da noch ein, zwei Zelte mehr hinkriegen. Dann geht das hier natürlich Richtung Fluss runter. Und dem Fluss entlang. Jetzt müssen wir gucken, wie weit wir wollen. Allzu weit würde ich nicht, weil, beziehungsweise doch würdig, weil wir wollen den ganzen Bereich hier haben. Fällt mir gerade ein. Wir wollen die Brücke ja sozusagen noch mitnehmen, dass hier tatsächlich auch noch ein Zelt darunter steht. Machen wir mal den Hauptweg. Der würde so nach hier hinten gehen. Schön kurvig. Schön dem Fluss entlang und wie gesagt hier unter der Brücke durch. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Na, jawohl, das klappt. Perfekt. Dann macht das hier eine Kurve. Geht weg, weil hier hinten ist dann Feierabend. Hier haben wir dann den Zaun. Und jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir den Parkplatz.
Aha, schau mal einer an. Okay, dann könnte man hier natürlich auch nochmal einen Eingang machen. So, dass wir da reingehen. Da kann man dann vom Parkplatz aus direkt rein. Da müssen wir nochmal einen Eingang machen. Jetzt machen wir die Querstraßen, dass man hier auch so runterkommt. Hier vielleicht das Empfangsgebäude. Und wo der Bahnhof hinkommt, das würde ich halt tatsächlich noch gucken. Halt, hier wollte ich ja eben nicht raus, weil da gibt es ja einen Zaun, haben wir gesagt. Das machen wir so. Gehen hier runter. Das ist im Prinzip sowas ähnliches wie das Layout vom Campingplatz. So, hier irgendwie in die Richtung, dem Gleis entlang. Da passen je nachdem auch noch Zelte zwischen Weg und Gleis, hoffe ich mal. Okay, da rein. Vielleicht nochmal kurz hier unten durch, wenn es geht. Das geht sogar, dann machen wir das. Okay. Dann noch hier rüber. Hier rüber. Ich weiß gar nicht, ich war schon ewig lange nicht mehr auf einem Campingplatz. Aber ich würde mal sagen, ja, so Querdingens müsste eigentlich schon ein paar haben. Weil die Zelte, die stehen ja nicht einfach so random auf der Wiese, sondern in der Regel schon auch ein bisschen so an einem Weg. Ach, die Schrauben und Bohren hier. Es ist eine wahre Freude. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr oder dass es nicht allzu sehr stört. Sonst muss ich mir dann tatsächlich noch was einfallen lassen. Wobei, das kriege ich nicht raus, das Geräusch. Dieses Mö. Das wird schwierig. Gut, hätten wir das. Beziehungsweise lasst uns doch hier auch noch. Wenn wir hier einen Eingang machen, geht hier auch noch ein Weg raus. Dass wir hier auch noch ein bisschen bauen können. Beziehungsweise, die bauen ja nicht. Die stellen sozusagen hin. Gut, das Layout hätten wir, die Farbe. Die würde ich jetzt, wenn ich das Teil gerade finde, relativ schnell auch machen. Oder, ne, wir machen zuerst den Zaun. Jetzt grenzen wir das Ganze wirklich so ein, dass wir wissen, wie, was, wo. So, scroll, scroll, scroll. Na, na, Bahnhof müssen wir noch gucken. Ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwo hier oder hier hinten. Das werden wir dann schauen, sobald wir dazu kommen. Jetzt machen wir erst die Eingrenzung. Ja, machen wir doch so einen schönen Holzzaun. Das ist ja nicht eine Eingrenzung, wie soll ich sagen, damit hier keiner reingeht, sondern eher so eine Art, wie soll ich sagen, eine Markierung, dass man sieht, hier soll man eben nicht rein. Ja, machen wir anders. Können wir, jawohl, können wir. Dann machen wir das so. Den Gleis entlang muss das aber natürlich auch sein. Oder dem Gleis entlang könnten wir natürlich sogar tatsächlich ein bisschen aggressiveren Zaun verwenden, damit wirklich jedem klar ist, nö, hier nicht. Und wie immer, wenn ich mit diesen Zäunen arbeite, wäre ich dankbar, wenn das Spiel mitmacht und nicht abstürzt. So, ein bisschen gebogen. Ich hoffe auch, die fliegen nicht allzu sehr. Das werden wir gleich sehen. Nee, das ist doch soweit eigentlich in Ordnung, denke ich mal. Plus, minus. Doch, doch, das passt. Also das müsste klar sein, dass man da nicht lang geht. Jetzt brauche ich wieder meinen Holzzaun. Weil der führt hier auch noch irgendwie hier hin. Zack, wunderbar. Aha, da fehlt aber ein Stück. Kann ich das auch noch haben? Nein. Kann ich das nochmal wegnehmen? Ja. Warum geht das gerade nicht? Ich werde es rausfinden. Wahrscheinlich müssen wir den so hier hinsetzen. Ne, irgendwas ist da im Weg. Aber so können wir es machen. Ist ja auch in Ordnung. Machen wir hier noch zu. Falls möglich. Ja, machen wir mal so. Und da kriege ich dann keinen mehr hin, weil es ein Nullsegment ist. Kriege ich hier das Ganze vielleicht sonst noch irgendwie zu, dass man einfach... Ich nehme mal den hier. Aha, der würde funktionieren. Okay, wohin mit dir? Machen wir dich hier hin, wenn es geht. Moment, sobald es geht, noch ein bisschen drehen. Das geht dann gar nicht. Okay, ja, ist halt eher Symbol. So wie ich es ja gesagt habe. Okay, wir bauen wieder unseren Holzzaun. Der führt uns hier hin. Und von hier aus geht es wieder weiter nach hier vorne. Und dann geht das hier dem Häuschen entlang. Wobei, das darf gerne auch anliegend sein. Ein bisschen krumm. Okay, dann, nee, dann geht es natürlich hier lang, weil hier unten ist ja nicht gerade Wald. Aber hier unten haben wir Bäume. Und da würde ich ja schon auch gerne ein paar Zelte haben. So, geht das da rein. Das müsste auch klar sein soweit. Teilweise fliegen die Sachen ein bisschen. Das ist klar, weil hier ist uneben. Wir haben nicht geplättet. Das wollte ich jetzt beim besten Willen auch nicht. Weil, sorry, aber ein Campingplatz, der ist nicht topfeben. Definitiv nicht. Ich nehme das nochmal schnell weg. Das hängt mir hier ein bisschen zu weit rein.
Also auch wenn wir das jetzt eher so Handgelenk mal Pi machen, das soll natürlich trotzdem irgendwie cool aussehen, ganz klar. So, dann wäre das so. Und jetzt müssen wir hier wieder zumachen, wenn das irgendwie machbar ist. Moment, das wollte doch gerade funktionieren. Machen wir es mal so. Auch in Ordnung. Wie gesagt, es ist nur ein Symbol. Kein Mensch wird sich an sowas halten, wenn er nicht will. Sondern es geht darum, dass wenn man hier daherkommt, sieht man, ah, das ist irgendwie ein separater Bereich. Oh, da geht's rein. Ach, das ist ein Campingplatz. Plus, minus, so ist das gedacht. Okay, jetzt nach da vorne. Machen wir wieder irgendwie eher ein bisschen was... Nee, da machen wir was Schönes. Ich wollte gerade sagen, was Härteres. Aber dann machen wir doch hier irgendwie... Ja, nee, nicht mit Bäumen. Ich hätte gerne... Ja, genau, euch hätte ich gerne. Ihr seht nämlich klasse aus. Okay, einmal so den Weg gezäumt. Hierhin. Und dann muss man hier aber noch irgendwie zwischendurch kommen. Damit man zu dem Gebäude kommt zum Empfang. Da schauen wir mal, was wir nehmen. Irgendwas Schönes. Okay, das sieht doch schon mal relativ nett aus. Wenn ich jetzt gerade eine Schranke finden würde, aber ich möchte jetzt nicht eine Schranke suchen. Irgendwo haben wir noch eine Schranke. Wenn wir per Zufall die Schranke noch finden, werden wir sie noch installieren. Gut, hier zum Seeufer hin ist natürlich offen. Das ist ganz klar, da brauchen wir keinen Zaun. Das hier ist das Gelände des Campingplatzes. Aber hier hinten brauchen wir wieder einen Zaun. Nehmen wir wieder diesen schönen Holzzaun. Ne, der hier war's. Und der geht dann wieder von hier unten oder von hier oben kommend. Moment. Nachher werden wir gleich den Bahnhof hinstellen. Ich möchte jetzt echt mal wieder einen Zug haben. Ich sage gern immer wieder, ich liebe solche Sachen, so Gimmicks bauen. Aber mir fehlen dann nach ein paar Übungen dann doch im Prinzip natürlich die Züge langsam. Die möchte ich dann auch mal wieder sehen. So, hier lang. Und das Gute ist jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt den Zaun haben, dann können wir relativ schnell dazu übergehen. Hier machen wir auch so ein Dingens. Das war das Ganze bemalen, weil wir eben wissen, was, wie, wo. Das ist wieder das Teil mit den Bäumen. Ja, dich wollte ich nochmal. Zack, damit man auch hier relativ deutlich sieht natürlich. Das ist der Eingang zum Campingplatz. Okay, mal gucken, da machen wir vielleicht nochmal ein Gebäude hin. Und dann geht der hier einfach da rein. Das ist in Ordnung. Und hier geht das wieder der Straße. Oh, nicht abschürzen. Ich werde gleich mal eine Speicherung machen. So, damit wir das, was wir haben, haben. Speichern, Test. So, perfekt. Überschreiben. Es gab beim Stream die Frage, warum ich denn den Test dauernd überschreibe. Dann habe ich ja die Datei nicht mehr. Wenn ihr hier mal guckt, ich kann es euch mal ganz schnell zeigen, für die, die es interessiert. Ich benenne jede Folge, die ich abgeschlossen habe, entsprechend der Nummer. Ganz einfach. Dann habe ich die sozusagen safe, falls die nicht mal oder die nicht mehr läuft. Habe ich die hier und so weiter. Und die Testdatei, die kann ich immer dann überschreiben, wenn ich hier neu gespeichert habe. Also wenn ich jetzt hier 150 mache, wenn die Folge vorüber ist, brauche ich die ja nicht mehr, diese Testdatei. Das ist immer nur so eine temporäre Datei, um zu sichern oder sicherzustellen, dass wir eben nicht umsonst gebaut haben. Nur nochmal kurz zur Erklärung, weil eben im Stream die Frage kam, als ich das überschrieben habe, ob das gewollt war. War auch eine gute Frage. Kann ja auch sein, dass ich da einfach die falsche Datei erwischt habe. So ist es ja auch nicht. So, hier können wir auch noch zumachen. Und dann gehen wir hier wieder dem Gleis entlang. Das machen wir aber nochmal mit dem Teil. So, dass auch aus der Richtung keiner auf die Idee kommt. Oh, wir gehen mal noch ein bisschen gucken, wie die Züge durchfahren. Und am Schluss war es der letzte Urlaub. Das kann es nicht sein. So, einmal Kurve. Ja, das klappt eigentlich relativ gut. Dann könnte man hier an diese, ja, wie sagt man dem auf Hochdeutsch? Auf Schweizerdeutsch wäre es ein Board. Hier, an diesen, ja, an diesen Dingens ran auch vielleicht noch was machen. Könnte man mal gucken. Gut, Zäune hätten wir. Wenn man hier mit dem Zug kommt, ja, ist relativ deutlich zu erkennen, was das schlussendlich gibt. Okay, dann lasst uns doch malen. Das Ganze bemalen. Und das würde ich jetzt gerne, wenn ich es gerade mal finden würde, mit dem großen Teil machen, damit ich hier nicht 10 Tage rumschraube. Und das gleiche hier wie beim Open Air. Wir können das halt nicht, wie soll ich sagen, perfekt machen, das Ganze. Sondern wir müssen das so machen, dass das irgendwie in ein Let's Play reinpasst. Aber wisst ihr was, so ein Fußballplatz, also so eine Fußballwiese, die kann man doch eigentlich immer brauchen. Vielleicht eher hier unten ein bisschen beim Wasser. So, dann können die Jungs hier Fußball spielen.
Auch wenn das Ganze ein bisschen ertrinkt, das sieht man. Ein Kiosk brauchen wir natürlich auch. Auch eher am Wasser unten. Das ist ja der Eingang vom Open Air, den ich hier habe. Das ist jetzt aber nicht mehr der Eingang. Das ist ein Kiosk. Hier Tischtennis braucht man natürlich auch. Machen wir doch glatt mal. Hier neben dem Fußballplatz noch ein paar so Tische. Warum nicht hier auch noch? Okay. Und ja, so. Okay, Swimmingpool. Fehlt natürlich auch. Wenn der nicht da ist, dann fehlt der. Wohin mit dir? Du hast eine gewisse Größe. Vielleicht, dass wir hier hinten eher den Badebereich haben. Okay, einmal Pool. Und hier vorne. Ich würde es lassen, sonst müssen wir in den Wald rein. Das würde ich nicht machen. Und hier oben würde ich es auch eher lassen. Vielleicht, nee, hier passt er nicht mehr hin. Der ist ja tatsächlich so groß, dass er nirgends hinpasst. Schade hier auch nicht. Man könnte euch auch sagen, ja, der hätte schon gepasst. Hättest du mal anders gebaut. Ja, da wusste ich noch nicht, dass wir Swimmingpools installieren. Warum nicht hier auch noch? So, ein bisschen parallel dazu. Ist doch einladend. Dann sieht man relativ schnell. Ja, das ist cool hier. Wenn man hier das Auto hinstellt, möchte man schnell dahin. Okay, haben wir auch. Ich wollte eigentlich malen. Wo haben wir denn die Bemalung? Einen Eingang bräuchten wir noch. Sieht das nach Eingang aus? Nicht wirklich, aber nach zweitem Eingang, nach dem alten Eingang sozusagen. Das wir dich hier drehen. Oder Umkleidekabinen könnten das natürlich auch sein. Ich meine, wenn wir jetzt schon gerade in den Mods drin sind sozusagen, dann werden wir jetzt auch die eine oder andere verwenden, würde ich vorschlagen. Dich drehen wir mal. So, sieht einfach irgendwie nach, wie soll ich sagen, nach irgendwas sieht's aus. Also nach belebt, nachher ist halt irgendwie was. Ja, das ist nur eine Tafel, da können wir nicht viel machen. Da haben wir noch eine Bank. Ja, so eine Bank könnte man natürlich auch überall hinstellen. Da sind wir wieder beim Punkt. Ich kann jetzt leider nicht das Ganze so machen, wie ich es gerne hätte, weil sonst dauert's. Ja, ich denke mal, also da kann man schon 3-4 Stunden an sowas rumbasteln, ist kein Problem. Jetzt könnt ihr das mal umrechnen auf die Folgenzeit. Dann seht ihr, das wird eher schwierig. Werbeschilder auf dem, ja, müsste man an die Wand hängen. Können wir lassen? Ich wollte gerade sagen, auf dem Campingplatz könnte man das eigentlich durchaus noch gebrauchen. Das ist nicht so unsinnig eigentlich, finde ich. Haben wir hier noch verschiedene. Hier haben wir noch die 5. Dann hier die 7. Oh, okay, das ist eine Liftfasssäule. Oder wie heißen die Teile? Liftfasssäule. Irgendwie sowas in der Richtung. Was haben wir hier noch? Machen wir so ein Teil. Hier noch so ein Teil. Machen wir mal nur auf der Seite. So, zweimal das gleiche. Hier noch einmal dich und dann noch einmal den Kollegen. Okay, kann man machen. Jetzt brauche ich nur für hier ein Gebäude, falls wir gerade irgendwo eins hätten. Nochmal so eine Tafel. Warum nicht? So im Eingangsbereich kann man das machen, denke ich. Gartenschirme. Ja, könnte man auch brauchen, aber ich würde für den Campingplatz eigentlich tatsächlich ja, das Garten-Asset teilnehmen. Guck mal, jetzt finde ich zuerst wieder diese Sachen mit dem kleinen Pinsel. Schiffe, noch ein Schwimmbecken. Ja, so ein Planschbecken für Kinder. Ganz klar, kann man machen. Dann sind die auch beschäftigt. Ja, machen wir hier hinten noch. Moment, hier ist das andere Becken. Dann kann man hier unter der Brücke noch ein bisschen planschen. Dann haben wir hier Schiffe und Co. Felder brauchen wir nicht. Oh, Gartenhütten. Okay, eben, da sind wir jetzt beim Thema. Das sind genau die Assets, die ich dann hier brauchen werde. Aber jetzt muss ich mal gucken, wenn wir hier was Großes haben. Kann man das als Häuschen machen für den Eintritt? Das ist mir zu klein, muss ich sagen. Nee, das nehmen wir nicht. Die Sachen nehmen wir dann natürlich alle. Hier hätten wir noch einen kleinen Pool. Statt dem Riesenteil einen kleinen. Warum nicht hier? Auch im Eingangsbereich, hier oben, noch ein, zwei Pools hinsetzen. Ja, wenn man die parallel zum Eingang. Zack. Ja, nee, geht nicht. Okay, nehmen wir wieder weg. Schade, den Versuch war es wert. Die haben wir ja eben alle bei den Kleingartensachen. Dann werden wir sie dort nochmal rausnehmen. Bäume machen wir dann auch noch, machen wir am Schluss. Ich wollte jetzt aber tatsächlich das Ganze bemalen. Und deswegen scrolle ich hier wie wild in der Gegend rum. Baumpinsel war es auch nicht. Wenn ich hier jetzt gerade noch was habe,
Wir machen hier mal noch ein Stoppschild hin, damit hier keiner auf die Idee kommt, dass er reinrast. Kann man auch hier hinsetzen natürlich. Okay. Falls wir sonst gerade noch was hätten. Ja, Sackgasse, definitiv. Machen wir hier vorne hin. Eine 30er-Zone auch, definitiv. Zack. Und, oh, guck mal. Dich habe ich gesucht. Wir brauchen hier. Ich würde sagen, Graswiese mit Steinen, da wo sie campen. Wenn ich das jetzt mache, sind dann die Bäume weg. Nee, das klappt mit Baum. Okay, sehr schön. Also, überall wo Zelte stehen, wird dieser Belag sein. Hier hinten nicht, da ist die Einfahrt. Da würde ich eher, weiß nicht, gucken wir, Kopfsteinpflaster oder so nehmen, so wie halt eine Einfahrt ist, beziehungsweise, ja, so der Anfang, da wo das Verkaufsgebäude ist und so. Oh, einen Supermarkt haben wir auch noch und den könnten wir natürlich auch noch verwenden. Den brauchen wir im Prinzip definitiv auch noch, fällt mir da gerade ein. Ich weiß auch, wo der ist, weil so ein Campingplatz ohne Einkaufsmöglichkeiten, der ist dann doch nicht so ideal. Oh, den Bahnhof. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, wir werden dann gleich noch wegen dem Bahnhof gucken. Den haben wir jetzt noch nicht. Das werden wir aber auch in Angriff nehmen, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja, wie gesagt, man kann natürlich hier 4-5 Stunden dran rummachen. Ich mache hier mal noch ein bisschen größer, damit das schneller geht. So, weil wir sind fast schon wieder durch. Sagenhaft. So, hier hinten nehmen wir nochmal das große Teil. Ja, das ist zu groß, aber hier das Teil, das funktioniert. Uiuiui, ja. So kommt man vorwärts. Okay, ein bisschen drehen. Ja, das ist doch nett. Okay, sieht dann natürlich nicht mehr ganz so einladend aus, unser Campingplatz, wenn nicht mehr wirklich viel Grün da ist. Aber so ist das halt. Alles niedergetrampelt. Jetzt habe ich aber fehlerhafterweise hier auch schon. Das wollte ich gar nicht. Können wir hier Strand, Kohle, Kies, vielleicht noch ein bisschen mit Kies rüber, mit dem kleinsten Element. Ja, ein bisschen was passiert noch. Gut, das ist nicht mal so wichtig. Weil solange, wenn ich dieses ewig Grün habe, ist ja alles schon mal in Ordnung. Wichtiger wäre, dass wir für da noch ein Gebäude finden. Hier kann man das Ganze so belassen. Da machen wir auch noch ein bisschen was. Okay, bei der Einfahrt sozusagen. Okay, Gebäude. Also, bemalt haben wir es. Das können wir jetzt eigentlich ausklammern. Sonst machen wir das anders. Leute, das sind die Leute. Jetzt hätten wir die Leute. Die lassen wir aber noch. Das ist mir zu früh. Fahrzeuge hätten wir hier. Wisst ihr was? Wir machen mal noch schnell den Parkplatz. Und dann werden wir nachher schnell gucken, wo wir den Bahnhof hinmachen. Damit wir das schon mal wissen. So, für die nächste Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge endlich mal wieder zu den Zügen kommen, weil wir nämlich dann tatsächlich hier einen Zug hinstellen. Moment, dich wollen wir weg, weil wir brauchen hier den Golf noch. Wir machen jetzt hier auch nicht ewig viele Fahrzeuge hin, ganz klar, sondern einfach ganz random 1, 2, 3. Hier nochmal schließen. Cadillac, nö. Aber wir haben hier so ein Teil noch. Zack. Hier hinten nochmal. Und dann können wir hier ja auch natürlich nochmal eine Busverbindung hinmachen, würde ich vorschlagen. Okay, das muss schon reichen. Da sieht man, das sind Fahrzeuge. Übertreiben müssen wir das Ganze nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht, dass da noch einer parkiert hat, sein BMW. Einfach, Moment, das ist aber kein BMW. Das ist der BMW, einfach weil er halt ein BMW hat. Und dachte, ja, der Parkplatz, der wird von den normalen Leuten benutzt. Ich nehme den hier. So, wird die Polizei freuen. Oh, Polizei könnte man natürlich auch noch machen. Aber jetzt, also, wohin mit dem Bahnhof? Das ist dann der Campingplatz. Hier kommen natürlich auch noch eben natürlich die Zelte und so weiter hin. Und ein Eingangsbereich, ein richtiger, mit einem Gebäude, einem vernünftigen. Hier auch noch ein paar Gebäude, hier vielleicht noch ein Gebäude. Aber wohin mit dem Bahnhof? Er wäre hier nicht schlecht und er wäre hier nicht schlecht. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch schnell. Also, wir haben gesagt, was fehlt? Der Schweriner Bahnhof und der Düsseldorfer Bahnhof. Jetzt muss ich die natürlich erstmal finden. Schwerin und Düsseldorf. Wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Oberberg. Düsseldorf, der fehlt. Und Schwerin fehlt. Viersen. Niederländisch.
Der andere ist wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Dann testen wir erstmal den Düsseldorfer. Oh, das ist natürlich ein Monster. Auch wenn wir den kleiner machen. Nee, der ist mir zu groß für den Campingplatz. Dann müssen wir mal gucken wegen Schwerin. Wenn die nicht passen, nehmen wir andere. Das ist ganz klar. Ich dachte jetzt nur, wenn wir hier gerade sowieso wieder mal einen Bahnhof brauchen. Ist selten genug, wenn man so weit ist mit der Map. Dann schauen wir mal. Den haben wir gar nicht. Wo haben wir denn den Schweriner Bahnhof? Dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwie eben einen von denen nehmen können, die wir noch nicht haben. Ich finde den Schweriner nicht. Aber okay, also irgendwo haben wir den wahrscheinlich, aber ich werde jetzt... Doch den, den haben wir doch. Den Schweriner Bahnhof? Den haben wir doch. Oder wollte ich den bloß immer mal? Nee, den haben wir. Ich weiß jetzt nicht gerade wo, aber doch in Wien. Haben wir den in Wien? Oder haben wir den immer benutzt und jetzt genau in der Map nicht? Kann natürlich tatsächlich sein. Das würde mir dann leid tun. Weil das ist natürlich ein Hammerbahnhof. Also der gehört hier definitiv hin. Allerdings, ja Leute, guck mal, der ist halt auch hier. Ist der nicht zu mächtig für so einen Campingplatz? Ich weiß nicht. Machen wir mal keinen. Oberleitung und Nöse. Die kürzeste Variante mit zwei Gleisen. Der ist halt, selbst wenn er so ist, relativ groß. Man könnte jetzt sagen, okay, der passt aber definitiv hier hin. Weil es ist halt nun mal irgendwie ein Campingplatz, ein alter. Aber dann würde er vielleicht hier oben sogar besser passen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir mit den Gleisen dann noch arbeiten können. Also irgendwie hierhin ist eher schwierig. Oder hier oben hin. Ist mir zu weit weg. Ich möchte, dass man den sieht. Dass man den sieht, A, vom Campingplatz aus und B, auch vom Dings aus. Von der Eisenbahn aus, die da oben durchfährt. Wir machen den mal so hier hin. Möglichst nah ran. Ich weiß, man hätte jetzt auch was Moderneres nehmen können. Aber irgendwie, also wenn ich eben nicht sicher bin, ob wir den tatsächlich wirklich nicht haben. Und auf der anderen Seite, finde ich, passt er einfach definitiv doch auch irgendwie hier hin. Okay. Kaufen wir mal so. Was wir mit den Gleisen machen, gucken wir. Jetzt brauche ich nur hier nochmal kurz eine Straße. Ja, die ist dann doch ein bisschen gar schmal, gebe ich zu. Haben wir irgendwas, was ein bisschen breiter ist? Jawohl, dich. Weil wir brauchen hier definitiv keine Monsterstraße, sondern irgendwas Gerades. Irgendwas, was plus minus gerade ist und halt irgendwie zum Bahnhof führt. Ja, ist in Ordnung. Gut, Hallöchen Schweriner Bahnhof, falls du tatsächlich gefehlt hast, dann bist du jetzt auch anwesend. Und wenn du nicht zum Campingplatz passen solltest, dann passt du wenigstens zu den Brücken. Doch, der passt schon auch hierher. Jetzt, wo wir lang gehen, ob wir vorne rausgehen oder hier hinten, das würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder einiges über die Zeit eigentlich. Ich lasse mal laufen. Kommt hier nicht gerade ein Zug daher? Ist doch eine eigentlich relativ viel befahrene Strecke. Sehe gerade keinen, aber ich habe natürlich auch hier die Teile hier oben ausgemacht. Doch, da kommt einer. Sehr schön. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir warten mal hier beim Bahnübergang, beim Campingplatz. Und warten, bis der Zug kommt. Und dann, ja, machen wir morgen hier weiter. Dann gibt es einen Zug, dann gibt es ein Gebäude, wo die Leute rein können. Und dann werden wir die Zelte hinstellen, Wohnwagen und Co. Und dann wird das hier zu unserem neuen Campingplatz in Stuttgart. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.